Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten. Herr, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe nun meine Prädikantenausbildung fast beendet, steht bloß noch eine Kleinigkeit an. Und wenn man so in dem Studium steckt, dann kommt man irgendwann mit dem großen Themengebiet der systematischen Theologie in Berührung. Das ist für mich jedenfalls ein sehr, sehr trockenes Gebiet gewesen, weil es auch vielfach so ins Philosophische leider abgleitet. Aber dennoch ist das ein sehr wichtiges Kapitel in der Theologie, weil es geht den zentralen Fragen des christlichen Glaubens nach. Also was sind die Inhalte, was ist das Fundament unseres Glaubens? Und als Beispiel kann man da einfach mal die Trinität nennen. Wie kann es sein, dass wir an den einen Gott glauben, der doch drei Personen ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Wie kann das sein? Es ist ja nirgendwo in der Bibel explizit die Trinität genannt. Und so hat die systematische Theologie Antworten darauf gefunden, dass es eben Gott drei Personen und doch einer sind, weil es viele Zeugnisse dafür gibt. Die systematische Theologie lehrt uns oder liefert Antworten eben darauf, was unseren Glauben ausmacht und bringt das so in eine systematische Ordnung hinein. Das schafft natürlich auf der einen Seite Gemeinsamkeiten im Glauben. Wir definieren, woran wir glauben, und das verbindet uns miteinander. Gleichzeitig grenzt das natürlich auch zu anderen christlichen Konfessionen ab. Wenn wir bei der Trinität sind, dann können wir das als Beispiel bringen, zum Beispiel die Trennung der orthodoxen Kirche und der Westkirche im frühen Mittelalter. Das war der Streit um die Trinität. Von wem wird der Heilige Geist ausgesandt? Ist es der Vater? So hat es die orthodoxe Kirche gesagt, oder die Westkirche hat gesagt, der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Und über diese Frage hat man sich dann so zerstritten, dass es eben zu einer Trennung kommt, die bis heute anhält. Systematische Theologie und ein Hauptgebiet dieser ist die Lehre von Gott. Es geht der Frage nach, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und können wir beschränkten Menschen überhaupt von Gott reden? Können wir beschränkten Menschen überhaupt von Gott, können wir uns was vorstellen darunter? Und als ich so über diesen Predigttext nachgedacht habe, da hat er mich in diese Frage mit hineingenommen, wie Gott ist. Ich möchte lesen den Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 18 bis 25a. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, so soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung,
das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Der Herr segne dieses, sein heiliges und lebendiges Wort an uns allen. Amen. In der Einleitung habe ich kurz darüber gesprochen schon. Wir wollen in der Predigt darüber nachdenken, wie ist Gott? Und als ich über den Text nachdachte, sind mir zwei Seiten Gottes nochmal neu bewusst geworden. Und darum soll es auch in der Predigt gehen. Erstens, Gott ist ein verborgener und heiliger Gott. Und zweitens, Gott ist ein offenbarter und persönlicher Gott. Das sind natürlich nur zwei Antworten auf die Frage nach Gottes Wesen. Aber ich denke, es lohnt sich dennoch, darüber nachzudenken. Gott ist ein verborgener und ein heiliger Gott. Der Hebräerbrief, der nimmt uns ja mit ins Alte Testament hinein. Die Israeliten, sie stehen am Berg Sinai. Ist kurz davor, Mose soll auf den Berg Sinai gehen, die 10 Gebote empfangen. Und die Israeliten, sie hören Gott. Und es ist so schrecklich, dass sie darum bitten, dass sie nichts mehr hören wollen. Und sie können ihn nicht sehen. Sie sehen nur eine Rauchsäule auf dem Berg oben, aber sie können ihn nicht sehen. Und ich denke, das ist einerseits die Heiligkeit Gottes, die da erfahren wird, und der steht die Sündhaftigkeit der Menschen andererseits gegenüber. Und ihr Lieben, die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit von uns Menschen, das bewirkt Trennung. Der heilige Gott kann nicht dort sein, wo Sünde ist. Wir als in Sünde gefangene Menschen können eigentlich nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes treten, ohne sterben zu müssen. Und Gott ist verborgen und Gott ist fern. Und wie oft ist Gottes Handeln für uns nicht nachvollziehbar? Wir begreifen ihn einfach nicht, wenn er Dinge tut, die er tut. Und vielleicht geht es euch auch so, wir haben Erfahrungen gemacht, wo das genauso ist, wo Gott handelt und wir es einfach nicht kapieren. Und wenn wir schwierige Zeiten durchgemacht haben und Gott dann schweigt, uns ferne scheint, welch harte Prüfung ist das für unseren Glauben an Gott, wenn wir so seine Heiligkeit und sein Verborgensein erfahren. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, können wir ja so wahnsinnig aufgeklärte und gebildete Menschen im 21. Jahrhundert überhaupt noch einen verborgenen und heiligen Gott akzeptieren? Wollen, ist es nicht vielmehr so, dass wir alles wissen wollen, alles ergründen wollen, alles in Frage stellen wollen? Und ich denke, da, ihr Lieben, stellt die Heiligkeit Gottes die Verhältnisse wieder klar. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Ewige. Gott ist der souveräne Herrscher, die hohe Majestät im Himmel. Und er ist der Unvergleichliche. Und wer sind wir Menschen? Wir sind nicht Schöpfer, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind nicht allmächtig, wir sind beschränkt in unseren Möglichkeiten. Wir sind nicht ewig, wir sind sterblich in dieser Welt. Wir sind nicht die Majestät hoch im Himmel, wir sind in Sünde und Schuld gefangen. Ich denke, die Heiligkeit Gottes, die soll uns vor allen Dingen Demut und Ehrfurcht vor Gott neu lernen. Nicht wir mit unserem Wissen, mit unserer Bildung,
Nicht wir stellen Gott in Frage, sondern Gott stellt uns in Frage. Unsere Art zu leben wird durch Gott in Frage gestellt. Bin ich bereit, Entscheidungen Gottes, auch wenn ich sie nicht verstehe, anzunehmen und zu akzeptieren, auch wenn es mir nicht in Kram passt, mich unter Gottes Willen zu stellen? Bin ich bereit, meinen Willen eben nicht durchzudrücken, sondern vielmehr nach Gottes Willen zu fragen und nach seinem Willen zu leben? Spiele ich nicht so häufig in meinem Leben mit Gottes Güte? So frei nach Heinrich Heine, der mal gesagt hat, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Beruf. Ein ganz, ganz gefährlicher Irrweg. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Aber wir sollen damit nicht spielen. Vielmehr ist es so, dass wenn wir erfahren, dass Gott Güte ist und Barmherzigkeit und Gnade, dann ist das der Weg, der uns zur Buße führt. Dass wenn wir erkennen, dass Gott eigentlich mein verfuschtes Leben, das, was mich von ihm trennt, dennoch mich liebevoll ansieht, seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat und mir die Sünden vergeben sind, dann ist das der Weg, der mich zur Buße führt. Das ist vielmehr das Erkennen, dass Gott gnädig ist. Ich soll nicht mit seiner Güte und Barmherzigkeit spielen. Das ist das Anerkennen von Gottes Heiligkeit. Und Luther hat in einer seiner großen Schriften Gott tatsächlich als den Deus absconditus bezeichnet. Der verborgene und ferne Gott, der unbegreiflich ist in seinen Handlungen, in seinen Taten, die wir nicht verstehen können. Aber Luther bleibt auch bei diesem Gedankengang nicht stehen, bei diesem fernen und fremden Gott, sondern er bringt dann den Gedanken des Deus revelatus mit ins Spiel. Gott ist ein offenbarter, ein persönlich erfahrbarer Gott. In Jesus Christus, ihr Lieben, ist es so, dass Gott sich in seiner Heiligkeit trotz alledem uns Menschen in aller Liebe und Güte zuwendet. Gott will in Jesus eine lebendige Beziehung zu dir und zu mir. Wir haben das gehört im Vers 22. So, da seid ihr nun gekommen zu dem Berg Zion, unserer Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln unserer Festversammlung. So wie wir am Anfang des Predigttextes den Blick zurück an den Berg Sinai gerichtet haben durch den Hebräerbrief, so öffnet uns jetzt der Schreiber des Hebräerbriefs den Blick schon in die himmlische Welt hinein, in Gottes Ewigkeit. Und das Interessante ist ja, dass hier geschrieben steht, sondern ihr seid gekommen. Es ist schon geschehen. Jetzt können wir uns fragen natürlich, wie kann das sein? Wir haben doch gerade gehört, wir als sündige Menschen können nicht in Gottes Gegenwart treten, in Gottes Heiligkeit hineinkommen. Und das ist richtig. Die Sünde bewirkt Trennung von Gott. Aber Gott, ihr Lieben, will diese Trennung überwinden. Und dazu hat er seinen geliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus trägt das Kreuz stellvertretend für dich und für mich, für die Sünde, die wir in unserem Leben haben. Durch den Tod von Jesus am Kreuz ist die Trennung von Gott aufgehoben. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist der Weg zum Vater frei. Vers 24, und ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Ja, Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Und in Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr,
zeige es, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? In Jesus, ihr Lieben, offenbart uns Gott sein ganzes Wesen. Der heilige und lebendige Gott hält nichts von sich zurück, sondern er offenbart uns ganz. Und dabei bleibt Gott weiter der Heilige. An Jesus erkennen, wie Gott ist, das bedeutet natürlich auch, nach Jesus zu fragen. Wenn wir was von Gott sehen wollen, von Gott wissen wollen, dann müssen wir wissen, wie Jesus ist. Und das geht nur, indem wir in die Schrift hineinschauen. Das intensive Beschäftigen mit Gottes Wort öffnet uns den Blick für das Wesen Gottes. Und ein zweites, was genauso wichtig ist, eine innige Gebetsbeziehung mit dem Herrn. Da erfahren wir, wie Gott ist. Und er öffnet uns immer mehr den Blick für ihn. Ich denke, im Bibellesen und im Gebet, da werden wir erfahren, dass es eigentlich kein Widerspruch ist, dass Gott einerseits der verborgene und heilige Gott ist und andererseits trotz alledem auch der offenbarte und persönliche Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Amen.